So Leute, jetzt will ich mal was ganz Exquisites machen. Und zwar fahre ich gleich an unseren Fluss hier. Der ist deutlich gestiegen. Und zwar so weit, dass Hochwasser ist hier in Niedersachsen. Aus dem Harz kommt richtig viel Wasser runter. Und dann ist es so, dass in den überfluteten Bereichen die großen Fische zu finden sind. So. Liebe Angelfreunde, ich will heute mal was ganz anderes machen. Das Hochwasser hat irgendwie auch seine guten Seiten. Also hier seht ihr einen Altarm, der normalerweise gut begehbar ist, vor allem da hinten. Klappt eigentlich immer top, aber durch das Hochwasser ist jetzt hier alles überflutet. Was passiert? Ich blende euch gleich meine Aufnahme ein von Brutfisch, wo der sich versammelt und so weiter, wirklich in den ruhigen Bereichen. Weil es schießt hier überall das Wasser richtig durch. Normalerweise ist das ein stillgelegter Teil des Flusses, der da hinten fließt. Und was machen natürlich die Räuber? Die gehen den Fischen natürlich hinterher und befinden sich dann an den Kanten. Und ich erwarte eigentlich noch einen Kumpel, der gleich mitkommt. Ich werde mich gleich in die Warthose begeben und dann werde ich diese Bereiche mal abfischen. Ich kenne diesen Oker-Altarm hier ganz gut. Ich weiß also, wo tiefe Stellen sind und wo nicht, wo mich da eventuell ein Abflug erwartet. Deshalb mache ich das einfach mal. Ohne Ortskenntnis ist das natürlich ein No-Go, ist viel zu gefährlich, weil da versackt ihr dann zack, zack, seid ihr 2 Meter weg. Da geht nichts. Und ihr seht hier, das ist irgendwie Angeln wie im Amazonas, ja? Total geil. Finde ich sehr spannend und ich hoffe, wir kriegen Fisch an Band. Angeln werde ich mit einer ganz normalen Hechtrute aus dem Jensi-Programm, die Fireshooter. Es sind auf jeden Fall Hechte da, das weiß ich. Und ja, ob ich einen fange, ist wie immer, steht irgendwo da oben in den Sternen. Jetzt packe ich aber erstmal mein Zeug aus. Ja, ihr seht also hier, ist alles drin, Rute, eine Kamera für tolle Aufnahmen, das Rucksackstativ und natürlich hier meine Warthose, die mir wirklich schon seit 5 Jahren gute Dienste leistet hier. 5 mm Neopren, da kann ich auch so jetzt einfach reinhüpfen. Wird auch nicht zu warm, ist alles gut. Kann man im Sommer nehmen, im Winter an der Ostsee, wenn es richtig kalt ist. Funktioniert immer einwandfrei. So, ich mache euch jetzt erstmal aus und dann wollen wir ins Wasser. So, für die Angelei hier benutze ich diese Weedless-Haken, die beschwerten von Jensi, die Offset-Haken. Da mache ich entweder einen Dropshot-Gummi drauf oder so einen ganz normalen Gummifisch mit einem Schaufelschwanz, schön, alles klar. Ja, gibt es dann in verschiedenen Varianten. Und damit werde ich auf jeden Fall keine Hänger im Gras haben, das ist klar. Aber umso mehr Hänger am Fisch, hoffe ich. So, Kumpel Mike ist da gekommen und wir wollen jetzt mal den Bereich ein bisschen abfischen. Ich drehe mich mal, ihr könnt dann sehen. Da hinten ist er, zieht sich jetzt erstmal um. Und hier könnt ihr schon sehen, ich habe gerade Unterwasseraufnahmen gemacht, die spiele ich gleich noch ein, wie das unter Wasser aussieht. Es ist überall Fisch hier. Also die normale Fischpopulation geht auf die Wiesen, greift Insekten ab, greift Schnecken ab und so weiter. Und natürlich kommen die Räuber hinterher. Und die sind hier überall an den Kanten. Ihr seht ja, was das für ein riesiges Wasser, was für ein riesiger Wasserbereich das plötzlich geworden ist hier. Also irre geil. Wenn jetzt ein Fisch beißt, das wäre natürlich top. Ich werde einfach mal ein bisschen fischen. Und hoffe, dass ich vielleicht Glück habe. Wobei das natürlich schwer ist, weil die Fische sich natürlich auf der riesigen Wasserfläche auch verteilen. Aber es ist überall Fisch da, es ist überall Futter da, sowohl für die Räuber als auch für die anderen. Ja, wie ihr seht, Mike macht das mit der Fliegenrute. Der geht da hinten ab. Hat ein bisschen gewurschtelt.
mit dem Streamer auch eine schöne Sache. Mal sehen, wer zuerst einfängt. Wasserhecht ist gefangen. Und wie habe ich ihn gefangen? Mit dem Streamer. Habe ich gestern gar nicht ausprobiert. Aber heute. Und guckt euch diesen geilen Fisch an. Das macht so Spaß. So, wenn wir noch seinen Köder loswerden. Optimal gehakt. Noch ein bisschen klein. Hier ist Mindestmaß 60. Das hat er noch nicht. Ja, also wenn ihr ihn euch anguckt, er sieht zwar toll aus. Hat aber keine 60. Leider. Oder auch gut. Jetzt sind wir.